willkommen beim Retro Video Magazin und dem Parkcheck zum Islands of Adventure im Universal Resort Orlando hier in Florida. Willkommen zum zweiten Universal Resort Orlando Parkcheck. Im ersten Teil ging es um die Universal Studios Florida und heute um den benachbarten Park Islands of Adventure. 1990 eröffneten die Studios in Orlando und im selben Jahr gab es schon die ersten Konzepte für die Islands of Adventure. Eröffnet wurde der Park schlussendlich dann im Jahr 1999 und lockt inzwischen rund 8 Millionen Besucher im Jahr in den Park. Damit liegen die Islands of Adventure knapp hinter den Studios, was aber nicht heißt, dass hier weniger geboten wird. Im Vergleich gibt es hier auch mehr klassische Fahrgeschäfte. Was hier so alles steht, gucken wir uns jetzt an. Natürlich dürfen die Motion-Based 3D Dark Rides hier auch nicht ganz fehlen. Gleich zur Eröffnung des Parks 1999 stand die Amazing Adventures of Spider-Man mit im Park. Wie auch schon bei Transformers verschmelzen hier reales Theming und 3D-Simulation so ineinander, dass man nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht. Natürlich war der Ride nicht schon 1999 seinerzeit so weit voraus. 12 Jahre nach der Eröffnung wurde Spider-Man geschlossen und ein Jahr später, auf dem neuesten Stand der Technik, wieder dem Publikum zur Verfügung gestellt. Im Park gibt es noch einen weiteren 3D-Dark Ride. Dieser ist aber trackless und die Neuheit von 2016. Skull Island Reign of Kong fährt in- und outdoor und das mit Leinwandparts und richtigen Animatronics sowie einem Immersive-Tunnel, den man zwischenzeitlich passiert. Auch hier schafft es Universal mal wieder, dass Wirklichkeit und Animation so verschmelzen, dass man zweimal hingucken muss und dreimal überlegt, ob man gerade echt weiterfährt oder immer noch im Immersive-Tunnel steht. Last but not least gibt es noch eine weitere Leinwandattraktion im Islands of Adventure. Am Fuße von Hogwarts befindet sich der Eingang zu Harry Potter and the Forbidden Journey. Bevor es im Robo-Coaster Dark Ride auf eine Reise durch die Harry Potter-Reihen geht, kommt wie gewöhnlich der Wartebereich. Hier geht es vorbei an entsprechenden Gemälden, die unfassbar gut geworden sind, am Büro von Dumbledore samt dem Schulleiter persönlich. Aber auch Harry, Ron und Hermine sowie der sprechende Hut erwarten euch. Was dann in den vier Personen fassenden Gondeln passiert, ist die reinste Reizüberflutung. Der Dark Ride ist eine Mischung aus Flugsimulator und normalen Dark Ride mit echten Szenen und Leinwandparts. Sowas gibt es auf jeden Fall nicht nochmal. Außer vielleicht in den anderen Universal Parks. Natürlich ist auch neben dem Schloss der ganze Bereich eigentlich eine eigene Attraktion. Das Zaubererdorf Hogsmeade bietet wieder alles, was das Nerdherz begehrt. Von den drei Besen bis Ollivanders, bei dem es im Shop vor dem Kauf eines Zauberstabes erstmal ein wenig Show gibt. Auch von hier aus fährt der Hogwarts Express rüber in die Universal Studios, wo auf euch die Winkelgasse und andere Attraktionen warten. Zu beachten gibt es aber, dass man dafür auch Karten für beide Parks braucht. Die beiden Dueling B&M Inverted Coaster Dragon Challenge haben einen Monat vor unserem Besuch den Park verlassen. Dort entsteht nun eine neue Harry Potter Achterbahn. Mit Flight of the Hippogriff befindet sich auch noch eine Achterbahn in der Wizarding World of Harry Potter. Der Vekoma Junior Coaster mit einer Länge von 335 Metern stand aber schon vor Harry Potter im Park und hieß da noch Flying Unicorn. Jetzt sind die beiden Züge als Weidenkorb Hippogriff gestaltet und fahren je eine Runde. Mehr kann man auch zu einem fast Standard Junior Coaster nicht sagen. Nach einem Butterbier kann es auch schon weiter in einem anderen recht großen Themenbereich des Parks gehen. Der Jurassic Park. Neben viel Flora und dem ein oder anderen Jurassic Park Auto sowie einigem an Gastronomie können wir den Fotoerinnerungssammlern unter euch den Raptor Encounter wärmstens ans Herz legen. Scheinbar sind die Dinosaurier noch nicht ausgestorben. Auch hier in Jurassic Park gibt es eine Art Achterbahn, wobei Pteranodon Flyers eher eine flotte Seilbahn ist. Fahren dürfen übrigens nur Kinder in einer exakt passenden Größe bzw. Erwachsene, die Kinder in diesem Größenrahmen begleiten. Mehr als dass die Area dort schön ist, können wir nicht dazu sagen. Für mehr Thrill sorgt dann schon der Vekoma Shoot the Cute Jurassic Park River Adventure. Aber cute ist dieser Wasserbahn ganz sicher nicht mit einer Länge von 580 Metern, einem 26 Meter Drop und 80 km/h Spitze.
Die Fahrt beginnt entspannt und wird immer verrückter im Indoor-Bereich. Der Dark Ride Part ist auf jeden Fall beeindruckend. Vor allem der Animatronic vor dem finalen Drop. Allzu nass wird man hier aber nicht. Wenn man aber nass werden möchte, steht in den Islands of Adventure ein Logflume von Mugrides. Was bei Dudley Do-Rides Ripsaw Falls direkt ins Auge fällt, sind die zwei nebeneinander liegenden Fahrspuren. Die Bahn ist aber ganz normal einspurig und teilt sich nur auf 18 Meter Höhe für den 23 Meter Drop. Leider hat die Bahn schon die besten Zeiten hinter sich, macht aber dennoch Spaß. Wem das immer noch nicht genug ist, bietet Universal noch einen Vollwaschgang. Im 1999 eröffneten River Rapids Ride Popeye and the Bluetooth Bilge Red Barges bleibt gar nichts mehr trocken. Hier wird Soaked neu definiert. Egal ob durch Fontänen von außen oder Wellen aus der Strecke, das Wasser kommt von überall. Dazu kommt noch, dass die Bahn super aussieht. Was auch super aussieht, ist Poseidon's Fury. Dabei handelt es sich um eine Special Effects Show mit mehreren Räumen, die zum Teil schon beeindrucken können. Wie der Name schon erahnen lässt, demonstriert hier Poseidon seine Macht über das Element Wasser. Aber auch Feuereffekte kommen hier nicht zu kurz. Zum Bereich The Lost Continent, in dem Poseidon steht, gehört auch die Stuntshow The Eight Voyage of Sinbad. Riesenbühnenbild, Explosion ohne Ende, Soak Zone und dünne Storyline fassen die Show gut zusammen. In den Islands of Adventure gibt es auch einen reinen Kinderthemenbereich mit Soy's Landing. Bezogen ist das Ganze auf den Autor Dr. Seuss und alle Attraktionen hier sind danach gestaltet. Die unspektakulärste Attraktion zieht sich durch den gesamten Bereich, da die beiden Tracks oberhalb liegen und eher wie eine Monorail wirken, die Achterbahnschienen hat. Die Rede ist von The High in the Sky, Seuss Trolley Train Ride. Und so lang wie der Name ist, hat es auch gedauert, die Bahn zu eröffnen. Bereits 1999 stand alles. Nur gab es einige Probleme und der Hersteller Severn Lamb hat die Anlage nicht zum Laufen bekommen. Nach Namenswechsel und Umthematisierung hat Mugrides das Ganze übernommen und seit 2006 rollen die Züge durch den Park. Als weitere größere Attraktion steht hier auch noch ein waschechter Dark Ride mit dem Thema The Cat in the Hat. Hier begegnet man der Cat in the Hat sowie Thing 1 und Thing 2 in einem zum Teil klassischen und zum Teil schwarzlich Dark Ride. Auch ein Karussell Must-Have für jeden Park gibt es hier. Bei One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish kann und sollte man die Flughöhe selbst bestimmen, denn hier gibt es einige Wasserkanonen, die während der Fahrt auslösen und denen es auszuweichen gilt. Entspannter wird es dann auf dem ganz normalen Karussell hier in der Ecke mit dem schönen Wortspiel Karussell. Ganz am Anfang haben wir Spider-Man erwähnt. Dieser Ride steht übrigens nicht alleine im Marvel Superhero Island. Die größte Attraktion, die da direkt ins Auge fällt, ist definitiv The Incredible Hulk Coaster. Der B&M Coaster steht bereits seit 1999 im Park und wurde von 2015 bis 2016 für ca. 8 Monate geschlossen und komplett renoviert. Von Retracking bis neue Züge war alles dabei. Hulk wird bergauf von 0 auf 64,4 km/h in 2 Sekunden gelauncht, um danach insgesamt 7 Inversionen zu durchfahren. Auf den 1127,8 Metern Strecke vereint die Bahn 2 Loopings, 2 Corkscrew, eine Zero-G-Roll und eine Cobra-Roll. Während die großen Elemente über dem See gefahren werden, versteckt sich der Rest der Bahn eher außerhalb des Parks. Nichtsdestotrotz eine sehr schöne Anlage. Optisch auch mal was ganz anderes ist der Mack Teacup Ride Stormforce Accelerotron. Etwas versteckt noch am Hulk vorbei steht die X-Men-thematisierte Anlage seit 2000 in den Islands of Adventure. Das letzte Fahrgeschäft hier ist an Fantastic Four angelehnt und heißt Dr. Dooms 4-4. Wie der Name es schon erahnen lässt, geht es hier um einen Turm bzw. zwei Türme. Denn das Ganze ist eine Doppel-Space-Shot-Anlage von S&S Power. Die Türme haben je eine Höhe von 61 Metern. Aber auch der ganze Marvel Superhero Island Bereich ist durchweg schön gestaltet und gefällt uns richtig gut. Außerdem ist der Übergang zu Toon Lagoon fließend und beide Bereiche könnten auch zusammengehören. Wie bereits im Parkcheck zu den Studios erwähnt, bietet das Universal Orlando Resort zahlreiche eigene Hotels. Aber auch rundherum in ganz Orlando gibt es unzählige Übernachtungsmöglichkeiten. Die Anreise hier funktioniert natürlich via PKW oder zu Fuß, aber auch Universal selbst und andere Hotels überall in der Stadt bieten Shuttlebusse an.
Auch die Islands of Adventure haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Und das meistens ab 9 Uhr bis abends um 8. Bei Sonderveranstaltungen und in der Hauptsaison können diese Zeiten natürlich abweichen. Zu den Preisen haben wir bereits gesagt, dass es unzählige Kombipakete und Angebote von Universal selbst, wie aber auch von externen Ticketanbietern gibt. So sind die Preise, wie bereits gesagt, einfach der grundlegende Tageseintritt. Der für einen Tag und einen Park 110 Dollar und für einen Tag beide Parks 165 Dollar beträgt. Als kurzes Beispiel wäre das Two-Park-Four-Day-Ticket für einen Park pro Tag bei 57,50 Dollar, was aktuell ca. 48,80 Euro wären. Und damit ist man preislich auf dem europäischen Niveau. Unterm Strich kann man sagen, dass die Islands of Adventure mehr ein normaler Freizeitpark sind als die Studios. Auch sind hier die älteren Attraktionen teilweise etwas in die Jahre gekommen. Aber das auch nur, wenn man genau hinguckt. Die Themenbereiche sind alle groß, schön gestaltet und können voll überzeugen. Auch das Angebot an Rides ist sehr ausgewogen. Rundum ein gutes Gesamtpaket und ein sehr lohnenswerter Park. Islands of Adventure. Vacation like you mean it.